Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Roman Meyer und heute geht es darum, den neuen OLED-Fernseher an die Wand zu kriegen. Als Beispiel dafür nehmen wir heute den kürzlich erst getesteten Vogelswandhalter TVM 3665. Im Prinzip funktioniert das aber natürlich auch mit allen anderen Wandhaltern. Wenn ihr plant, euren neuen Fernseher vom Sideboard zu verbannen, dann bleibt jetzt unbedingt dran. Im folgenden Video erfahrt ihr, welches Werkzeug man benötigt und wie man am besten vorgeht. Außerdem zeige ich euch noch, warum dieses mitgelieferte Poster eine unglaubliche Erleichterung ist und hilft, Fehler zu vermeiden. Der neue Fernseher soll eigentlich an die Wand. Moderne Flachbildschirme sind tatsächlich in der Hauptsache für diese Einsatzart entwickelt. Viele Nutzer meiden diesen Schritt aber aus den unterschiedlichsten Gründen. Manchmal scheitert es, weil man den Eingriff in die Bausubstanz fürchtet. In anderen Fällen ist es einfach die Angst, etwas falsch zu machen. Oder man blickt im Dickicht der vielen Angebote an Wandhaltern einfach nicht mehr durch. Gibt es die Grundlage her, würde ich immer empfehlen, den neuen OLED an die Wand zu hängen. Das sieht meist besser aus und schafft auch noch ein bisschen Platz auf dem Low- oder Sideboard. Am Beispiel dieses Vogelswandhalters zeige ich euch nun, wie das ohne riesigen Aufwand in kurzer Zeit funktioniert und welche Vorteile die Wandmontage noch so mit sich bringt. Zu Beginn das Wichtigste. Der Vogels TVM 3665 ist für die Aufnahme von OLED-TVs mit einer Diagonalen von 40 bis 77 Zoll ideal geeignet. Zum Lieferumfang gehören neben TV-Halter, Schwenkarm und Schablone auch das vollständige Befestigungsmaterial und eine kleine Wasserwaage. Sogar Schrauben, Unterlegscheiben und Dübel liefert Vogels gleich mit. Für die Montage benötige ich also nur noch eine Bohrmaschine inklusive 10er Bohrer, je nach Wandbeschaffenheit idealerweise noch einen 6er Bohrer zum Vorbohren, einen Zollstock, einen Kreuzschraubendreher, eine Ratsche mit einer 13er Nuss und einen Bleistift. Außerdem brauche ich noch ein Stück Klebeband und mein Smartphone. Wofür das Smartphone? Ganz einfach, um die Vogels Drillright App zu laden. Sie erlaubt die millimetergenaue Ausrichtung des neuen Fernsehers. Befindet sie sich auf dem Handy, wähle ich zunächst den TVM 3665 aus der Liste der angebotenen Wandhalter. Im nächsten Schritt gebe ich dann auch schon die vollständige Modellbezeichnung meines Fernsehers ein. Anschließend schaue ich mir in der App das erste Kurzvideo an. Hier wird erklärt, wie ich den Träger auf der Rückseite meines Fernsehers befestige. Folge ich dieser Anleitung, habe ich den besagten Träger in weniger als 2 Minuten montiert. Ist dieser Schritt erledigt, wähle ich in der App die gewählte Wandmontage der eben durchgeführten Arbeiten aus. Anschließend messe ich den Abstand zwischen unterer Halteschiene und der Unterseite des OLED-TVs. Diesen Wert übertrage ich dann in das gewünschte Feld in der App. Jetzt entscheide ich mich noch, ob sich der Wandhalter später nach rechts oder nach links einklappen lässt. Ist das erledigt, wird es so richtig spannend. Jetzt nämlich kommt das bunte Poster zum Einsatz. Dieses befestige ich mit einem Klebestreifen an der Stelle an der Wand, an der der Fernseher später hängen soll. Dann greife ich zum Handy, wechsle in den Kameramodus und scanne das bunte Poster. Habe ich alles fehlerfrei gemacht, wird mir mein an der Wand befindlicher Fernseher nun auf dem Display meines Smartphones angezeigt. So lässt sich nun ideal prüfen, ob die Positionierung des Fernsehers auch korrekt ist. Das Gute an diesem Weg: Ich kann Korrekturen in der Positionierung vornehmen, noch bevor die ersten Löcher gebohrt sind. Bestätige ich die Platzierung, wird mir auch schon angezeigt, an welcher Stelle das obere Loch gebohrt werden soll. Dafür drücke ich einfach mit einem spitzen Gegenstand durch das Poster und markiere die dargestellte Stelle. Nun nehme ich die ebenfalls mitgelieferte Schablone zur Hand, positioniere diese gemäß der eben markierten Stelle und markiere die beiden weiteren Bohrlöcher. Jetzt wird gebohrt. Ist das erledigt und sind die Dübel eingesteckt, kann der Schwenkarm auch schon befestigt werden. Um diesen millimetergenau ausrichten zu können, empfehle ich, mit dem mittleren Loch zu beginnen und die kleine Wasserwaage zu verwenden. So ist man sicher, dass der Fernseher später auch gerade hängt.
Sitzt der Schwenkarm fest an der Wand, können auch schon die kleinen Kunststoffblenden aufgesteckt werden, die die Schrauben verdecken. Im nächsten Schritt wird dann auch schon der Fernseher auf die dafür vorgesehene Nase an den Ausleger gehängt. Idealerweise macht man das zu zweit. Mit Hilfe der mitgelieferten Feststellschrauben wird das Ganze nun per Hand fixiert und schon sitzt der OLED fest auf dem Halter. Im letzten Schritt klipse ich dann noch die ebenfalls zum Lieferumfang gehörigen Kabelführungen ein. Jetzt lassen sich sämtliche Kabel nahezu unsichtbar verlegen. Moderne Flachfernseher gehören einfach an die Wand. Hat man sich hier für den richtigen Halter entschieden, funktioniert das schnell und fehlerfrei. Ganz nebenbei hat man außerdem mehr Platz auf dem Lowboard und man darf sich über eine Flexibilität freuen, auf die man sonst verzichten müsste. Der neue OLED-TV lässt sich jetzt nämlich ganz einfach schwenken, drehen und neigen oder eben ganz nah an die Wand ziehen. Handelt es sich dabei um eine massive Steinwand, empfehle ich außerdem noch den Zukauf eines gerundeten Kabelkanals. So lassen sich alle Zuleitungen sauber und unauffällig verlegen. Zum Schluss noch die Frage an euch. Wie handhabt ihr die Platzierung und warum habt ihr euch für oder gegen die Wandmontage eures neuen Flachfernsehers entschieden? Schreibt eure Erfahrung einfach in das Kommentarfeld. Und wenn ihr schon mal dabei seid, vergesst bitte auch nicht, ein Like dazulassen und unseren Kanal zu abonnieren. So, das war's dann von meiner Seite. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zu unserem nächsten Video.